Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Brothers. Ja, es scheint die Nacht zu sein, denn es ist hier wirklich verdammt dunkel alles. Und die Bäume sind irgendwie grau, zumindest die Blätter. Naja. Ah, die Stelle habe ich immer gehasst. Aber hier ist immerhin direkt ein Pilz. Ja, diesmal mit Pixelfilter. Ich mag es zwar allgemein mehr ohne, aber... warum nicht? Es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ja, einige mögen es ja mit Filter mehr. Und da dachte ich, warum nicht mal den Pixelfilter verwenden? Im nächsten Part ist er dann wieder weg. Und das mache ich dann immer so abwechselnd. Okay, irgendwie komme ich da nicht hoch. Vielleicht hätte ich die Blöcke nicht zerstören sollen. Naja. Immer die kleinen Bonusräume, die man findet, wenn man alle Röhren abcheckt. So, bam, bam, bam. Nein, das hat leider nicht geklappt. So. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier... oh Gott. Ich setze hier mal ein Safe-State, denn die Hammerbrüder sind echt fies. Außerdem sollte hier eh bald der Checkpoint kommen. Die sind auch ein bisschen unfair, weil man einfach nicht weiß, was die als nächstes machen. Sehen... ist da oben jetzt ein Item? Ja, hier war zum Glück der Pilz, nicht auf der anderen Seite. Aber wie hätte man da auch hinkommen sollen? Man muss ja erst die Hammerbrüder killen. Das ist bestimmt ganz schwierig. Ich setze jetzt keinen Safe State. Ich wollte es mir gerade überlegen, aber nein. So arg cheaten will ich jetzt auch nicht. Obwohl es ja meiner Meinung nach jetzt kein Cheaten ist, es verringert eben einfach nur den Frust, weil man an der Stelle weitermachen kann, wo man gestorben ist. Ich wundere mich auch, wieso so viele Spiele so wenig Checkpoints haben. Also das größte Problem an Mario und anderen Spielen ist auch, dass es zu wenig Checkpoints gibt. Es sollte so 5 bis 10 Checkpoints in einem Level geben. Man will ja nicht 10 Meilen weiter weg wieder von vorne anfangen. Man will ja nicht wieder zurückgesetzt werden zu einem Bereich, den man schon gesehen hat. Und ja, es sollte auch unendlich Ups geben. Also unendlich Extra-Leben. Denn wenn man kein Extra-Leben mehr hat, dann stirbt man. Und in Super Mario Bros. Da geht das Sterben einfach manchmal gar nicht anders. In Donkey Kong muss man ja auch sterben, weil um die Level dann auch zu lernen. Aber in Super Mario Bros. Hat man eigentlich kaum die Gelegenheit zu sterben. Wie das klingt. Gelegenheit. Wohl eher... na, wie soll man das jetzt sagen? Halt die Erlaubnis. Genau. Und ich habe jetzt hier einen Superstern. Denn schon wenn man dreimal stirbt, dann hat man kein extra Leben mehr. Das Game Over und muss alles von vorne machen. Oh Gott. Das war jetzt schon ein bisschen knapp. Ich glaube, hätte ich den Stern bis dahin behalten und wäre dann an den Block gesprungen, dann wäre da noch ein Stern rausgekommen. Ja, sowas gibt es anscheinend schon früher. Die Koopas geben übrigens mehr Punkte als die Goombas. Aber klar, die Goombas sind ja auch viel leichter zu besiegen und langsamer. Ein Level habe ich sogar komplett ohne Safe States geschafft. Es war ein einfacher Level. Ja, man hat zwar in Super Mario die Chance, Münzen zu sammeln für extra Leben. Aber das... es gibt einfach zu wenig... hä? Mario? Warum hatte der jetzt plötzlich so wenig Schwung? Ich bin davor genauso gesprungen wie jetzt. Und er ist einfach nicht rübergeflogen. Ja. Dann versuche ich das jetzt so zu machen, dass ich vor jedem Level ein Safe State setze. Und wenn ich in dem Level sterbe, dann lade ich den. Oder sagen wir in der Mitte eines Levels, so wie es schon am Anfang gedacht war. Und das hier ist ja schon für früher gut gemacht, dass wenn ich hier auf der einen Seite bin, dass es dann auf der anderen Seite dort hochgeht. Diese Plattform. Also für NES-Verhältnisse sowas zu programmieren ist
bestimmt erstens nicht einfach und zweitens, das ist schon leistungstechnisch früher ziemlich gut. Ja, aber es gibt noch ein Spiel, das ich unbedingt noch Let's Playen muss, von dem ich auch schon ein Let's Show gemacht habe, nämlich DuckTales 2. DuckTales 1 habe ich ja komplett Let's Played. Oh, zu viele Sprites auf dem Bildschirm. Ja, zu DuckTales 2 habe ich nur ein Let's Show gemacht, obwohl das eigentlich noch um einiges besser ist. DuckTales 1 gilt zwar als legendärer, aber ich bin der Meinung, dass DuckTales 2 genauso legendär ist. Und es ist auf jeden Fall besser. Ein Spiel, das legendär ist, muss ja nicht zwingend jetzt auch gut sein. Also für Super Mario Bros. Trifft das schon zu, aber jetzt nicht zu allen Spielen. Es ist einfach ein episches Spielgefühl, ein legendäres Spiel zu spielen. Och nö, jetzt muss ich hier den ganzen Weg nochmal gehen. Ja, manchmal bereue ich es auch, zu wenig Safe States zu setzen. Aber den Bereich werde ich ja jetzt wohl noch hinbekommen. Ja, jetzt auch nur deshalb, wenn ich Safe State, weil mich jetzt bestimmt Leute in den Kommentaren anschreiben, dass ich cheate und sowas. Obwohl Safe States sind in meinen Augen überhaupt keine Cheats, aber wenn die anderen die Meinung haben, dann setze ich jetzt aber einen Safe State. Ich will nicht gegen Bowser verkacken und ich habe es auch nicht. Ja. Ein Safe State zählt ja eigentlich nur dann als Cheat, wenn man ihn geladen hat. Und wenn man ihn nur gesetzt hat, dann ist es ja kein Cheat. Ja. Also würde ich sagen, dass ich den Bowser-Fight jetzt ohne Safe State geschafft habe. Noch einen kleinen Teil des Levels. So wieder hier am Anfang. Ja, so gefallen mir die Level besser. Mit Lakitu aber überhaupt nicht. Er schmeißt jetzt nämlich hier Stachis. Es ist ziemlich schwierig, den zu killen. Müsste ich jetzt hier auf den Block raufkommen. Ah. Ja. Nein. Nein. Ja, von der Steuerung her machen das die neueren Mario-Spiele besser. Komm. Bam, gekillt. Aber ich glaube, der respawnt wieder. Weil das nutze ich jetzt hier auch aus, um hier durchzurushen. Und einen Pilz zu holen. Wo ist der Pilz? Wo ist der Pilz? Er soll doch nicht respawnen. Ach, da war überhaupt keiner. Ich glaube, es gibt bestimmte Punkte, wo er wieder respawnt. Nämlich diesen Punkt hier. Und kein Power-Up. Überhaupt kein Power-Up. Ist also ganz und gar den Stachis hier ausgeliefert. Hm. Komm. Was? Ich habe den nicht gekillt. In dem neuen Mario-Spiel wäre ich jetzt beispielsweise in New Super Mario Bros. Wieder. Wäre der gestorben? So. Nein! Hä? Der dreht sich einfach um. Das hat er früher. Das macht er heutzutage auch nicht mehr. Gut, dann eben kein Item. Das ist aber echt schwierig. Darf man sich keinen Fehler erlauben? Sonst ist man von den Stachis umzingelt. Moment, was ist hier in dem Block? Ist da ein Pilz? Moment, kann ich es von dem Block noch hier oben schaffen? Ich will jetzt aber auch volle Punktzahl. Aber wobei, Münzen sind wichtiger. Münzen sind wichtiger. Die geben mir schließlich Ups. Komm, jetzt kriege ich das aber auch trotzdem hin. Ja, es geht noch. Aber ziemlich knapp. Ja. Ja, die guten alten Super Mario Spiele. Man, ich glaube, das war ein Unterwasser. Okay, nee, das war ein Underground Level. Och nö, jetzt muss ich die Münzen wieder einsammeln hier. Zurückspulen kann ich auch, oder? Ja, aber das verwende ich hier nicht. Na gut, wenn ich sterbe und vergessen habe, ein Safe State zu setzen, dann kann ich das ja mal machen.
Vor allem ist selbst jetzt besser. Ich habe leider nicht jetzt die Funktion hier, dass ich das verschnellern kann. Muss ich nächstes Mal dran denken, die mit einzufügen. Ja, das ist eben das Problem. Wenn Mario hier so lang rennt, dann springt er manchmal nicht. Und dann ist es manchmal so, dass man ziemlich schlecht landet. Und das ist, glaube ich, in Super Mario All-Stars immer noch so. Also ein richtig billiges Remake, das im Prinzip nur die Grafiken modernisiert hat, obwohl ich die alten Sprites eh um einiges besser finde. Die sind einfach legendärer und schöner, finde ich. Ja. Oh, Pilz. Hä? Jetzt bin ich aber gesprungen. Aber anscheinend war es ein bisschen zu spät. Ja, das Problem bei der Steuerung hier ist nämlich... Ach nö, nicht wegen der Plattform. Das Problem ist, erst läuft Mario langsam und dann fängt er plötzlich an zu rennen. Und wenn man springt, dann kann man ihn gar nicht mehr so lenken, wie in den neueren Mario-Spielen. Wenn ich jetzt hier springe, jetzt kann ich nicht mehr umdrehen und auf den Block zurück, da sterbe ich dann. In dieser Situation. Ja, das ist in Super Mario Bros. 3 zum Glück nicht mehr so. Aber das wäre auch echt schissen gewesen. Was? Und wie soll ich jetzt hier in den Pilz kommen? Von der anderen Seite? Okay, ich hab's geschafft. Oh, Moment, jetzt überspringe ich das ja alles. Ich will da wieder runter. Ach nö, jetzt bin ich hier wieder. Ja, das wäre ein bisschen zu langweilig, hier alles zu skippen. Dann kommt man noch, glaube ich, zu einer Warp-Zone. Ja, hier oben. Ist aber ein bisschen zu einfach zu finden. Dass man einfach nur von den Plattformen hier abspringen. Sehen, ist hier was? Gutes. Ja, Münzen. Okay, das war jetzt unfair, weil ich da keine Wahl hatte. Ja gut, ich hätte ein bisschen weniger gierig sein können. Ja, das war jetzt aber wirklich unfair. Da kann mir niemand etwas erzählen. So. Wenn das Spiel das will, dann setze ich eben eine Selbstweg. Oder einfach schneller springen. Das war jetzt aber richtig unfair. Ich wollte dem Koopa ausweichen. Und im Gegenzug werde ich dann aber von der Piranha-Pflanze getroffen. Da, was soll ich da bitte machen? Kann dieser Koopa nicht einfach sterben? So. Na gut. Stimmt, ich kann ja hier hoch. Die ein oder zwei Münzen, die sammle ich jetzt hier nicht ein. Ja, hier ist nochmal dasselbe mit so einem Käfer. Und gibt es hier nicht. Nein! Ja. Warum kann Mario eigentlich nicht dashen? So, in Cuphead geht das doch auch. Da gibt es doch auch so ein Dash. Einfach richtig gut, um sich irgendwie aus einer Falle zu helfen. Wenn man jetzt von Gegnern umzingelt ist, dann kann man da einfach durch die Gegner durchdashen und die kriegen eben nicht. Ich stelle mich jetzt aber auch echt schlecht an. Gut, das war die Schuld des Spiels. Aber das mal davon nicht. Deswegen kann ich jetzt hier einen Weg aussuchen. Nee. Ach Moment, ist das hier wieder die Warp Zone? Setze hier ein Safety, damit ich wieder zurück kann. Nee. Okay, ich kann hier wieder was überspringen, aber ich nehme den regulären Weg, weil es ja sonst hier zu langweilig wird. Ah. Gut, an manchen Stellen denke ich beim Spielen wirklich nicht nach. Aber an manchen Spielen ist es das Spiel auch selbst.
Ja, yeah, hier sind die Münzen. Aber es dauert wirklich lang, bis man da einen Up zusammen hat. Und bis man einen Up zusammen hat, ist man eigentlich schon lange Game Over. Es gibt zwar die One-Up-Pilze, aber die sind oft ziemlich unfair versteckt. Beispielsweise im ersten Level. Ich weiß gar nicht mal, wo das war, aber da war irgendwo rein zufällig. So nach den Röhren ganz am Anfang war da irgendwo so ein One-Up-Block. Also so ein unsichtbarer Block, der völlig random versteckt ist, wo eben ein Up drin ist. Und ich frage mich, wie soll man das ahnen? Hilft wohl nur üben, üben, üben in Super Mario Bros. Okay. Aber ich finde das auch cool, dass man das hier so eingebaut hat, dass mal Tag und mal Nacht ist. Das Spiel will dann anscheinend zeigen, wie lange Mario hier schon unterwegs ist. Wir spawnen die Plattform. In den heutigen Mario-Spielen war das aber passiert. Und warum bekomme ich Punkte, wenn hier die Plattform abreißt von dem Seil? Ah, so. Das hat jetzt einfach keine präzise Steuerung. Das ist mehr so eine schnelle Steuerung. Hätte man ja... Die Steuerung würde mehr zu so einem Endless Runner passen, aber halt, dass man hintereinander springen kann. Wenn man jetzt rennt. Aber gleichzeitig ist die Sprungphysik auch nicht die allerbeste. Aber egal, man muss sich halt dran gewöhnen, das Spiel ist trotzdem gut. Und geht da eigentlich immer in die erste Tür? Warum hat das überhaupt mehrere Türen? Eigentlich sind es ja mehr Tore. Ohne Türen. Jetzt sind wir hier wieder im Castle. Okay. Der obere Weg war auch eine Abkürzung. Nee, das war ein ganz anderer Weg. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt auch, wieso man in Super Mario Bros. Nicht zurück kann. Nämlich, weil das Spiel auch manchmal mehr weitläufig ist und weil es hier mehrere Wege gibt. Oder... Ach so, ich muss jetzt den richtigen Weg gehen, sonst wird das hier geloopt. Und ich bin wieder dort, wo ich als erstes war. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier runter. Ja, hat schon Marios Mütze angegurkelt, das Feuer hier. Ja... Sowas kennt man auch noch aus den neuen Mario-Spielen. Zum Beispiel, es war, glaube ich, im Geisterhaus. Nee, Quatsch. Im Castle der Wüstenwelt aus New Super Mario Bros. Wii. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder oben lang. Aber das finde ich auch zum Teil eine epische Sache. Man kann zwar nicht wissen, wo man lang muss, und das macht es ein bisschen unfair. Aber man muss sich halt merken, wo man schon war, und dann macht man das nächstes Mal eben nicht. Genug Zeit hat man ja. Ich habe hier noch 200 Sekunden. Obwohl eine Sekunde hier wohl eher eine halbe Sekunde ist. Also, wie schnell die Zeit hier manchmal vorbei ist, das ist echt krass. Aber in dem Level hat man trotzdem genug Zeit. Und Bowser ist wieder gekillt worden. Aber es war ja gar nicht Bowser. Es war wieder einer von Bowsers Schergen, der sich als Bowser getarnt hat. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. So, schon Welt 5.1. Gott, wenn ich Warp Zones verwendet hätte. Gott, wo wäre ich denn dann jetzt? Dann hätte ich das Let's Play schon beendet. Und das ist erst der zweite Part. Und ich bin... Verdammt nochmal in der fünften Welt. Aber vielleicht sind die weiteren Level ja länger. Müsste ich das Let's Player schon? Dann könnte ich das Let's Player schon im nächsten Part oder im übernächsten Part, also im vierten Part, geschafft haben. So, ist hier ein Item. Ja, ein Stern.
Den Stern gibt's auch. Aber gut, wenn ich so drüber nachdenke, in vielen anderen Spielen wie Sonic gibt es ja auch Unverwundbarkeit. Die Unverwundbarkeit. Unverwundbarkeitsfernseher. Das hat man sich vielleicht bei Mario abgeschaut. Und vielleicht auch die Ups. Und Zeitdruck haben ja einige Spiele auch. Das hat man vielleicht auch von Mario. Aber an sich, vom Spiel an sich, haben jetzt nicht viele Spiele was von Mario geklaut. Außer die Mario Fakes. Aber das sind ja jetzt keine richtigen Mario Spiele. So, und jetzt hier. Was? Der Schwung hat nicht gereicht. Kriegt das jetzt hier hin, aber ich habe auch schon wieder ein bisschen Zeitdruck. Noch 100 Sekunden. Und jetzt läuft die Musik wieder schneller. So, und Safe State kann ich mir jetzt hier mal erlauben. Oh, die Kugelwillis, die Kugelwillis. Ja. Übrigens wusstet ihr, dass ich die Arme von den Kugelwillis hier, dass ich am Anfang immer gedacht habe, das sind so die Zähne, dass die so wütend gucken. Aber ja, wütend gucken sie ja trotzdem. Aber ich dachte am Anfang immer, das sind so die Zähne. Und das dachte ich selbst in den neueren Mario-Spielen, weil das wie so ein Gebiss aussieht, die Arme. Sieht auch teilweise so aus. Was sind wirklich die Arme? Naja. Wer das Spiel das erste Mal sieht, der weiß es auch vielleicht nicht. Also ich bin jetzt zwar nicht jemand, der das ist, der Mario noch nicht kennt. Natürlich kenne ich Mario. Also die Mario-Spiele. Aber ich habe das halt trotzdem nicht direkt zu Beginn gecheckt, oder war ja ein Pilz. Aber wenn ich das nicht durch Zufall ausgelöst hätte, dann wäre ich jetzt klein. Und jetzt tot. Ah. Hey, der stand gerade im Block drin. Na komm. Das ist aber auch unfair ein bisschen. Warum rennt er immer hier in den Hammer rein? Vor allem, er schrumpft bloß, weil er den Hammer ans Bein bekommt. Das tut zwar bestimmt höllisch weh, aber ich glaube nicht, dass man davon dann auch stirbt. Und dass man dadurch schrumpft. Wie soll ich darüber kommen? Hammerbrüder sind einfach die furchtbarsten Gegner. Ja, oder auch gleichzeitig die unfairsten. Wer hasst sie nicht? Die Hammerbrüder. Bei solchen unfairen Gegnern darf man sich ja auch mal ein Safe State erlauben. Vor allem, es ist völlig zufällig, was die machen. Jetzt habe ich ihn durch Glück irgendwie gekillt. Und man... Es ist einfach nicht vorhersehbar, was die jetzt machen. Dafür müsste man schon in die Zukunft sehen können. Oh nein. Ja, Blooper sind auch richtig fiese Gegner, wo wir schon bei fiesen Gegnern waren. Gott, die Augen mit dem Pixelfilter. Gott, die Pupillen. Die ziehen sie so richtig in die Länge. Als wenn die so eine Zecke am Auge gehabt hätten und als hätte die das Auge so lang gezogen. Soll da wirklich passieren können? Oh nein. So. Ich würde sagen, in dem Part machen wir noch diesen einen Level hier. Also wieder die Käfer hier, die mir Punkte geben. Ich glaube, ab einer bestimmten Punktzahl bekomme ich dann auch ein Up. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und warum hat sich der Koopa jetzt umgedreht? Ah, in Stern. Aber ich will das jetzt wissen. Warum hat sich der Koopa umgedreht? Ja. Ich wollte auf jeden Fall sagen, in Sonic... Okay, der dreht sich immer um. Lol.
Aber klar, dann sind die Koopas auch ein bisschen unterschiedlich. Dass nicht immer alle dieselben Sprites haben. Ja, man hätte ja auch mal in Mario unterschiedliche Koopas einbauen können. Eine Koopa ist dick, der andere Koopa... Ja, guckt dumm, der andere Koopa... Ja, einfach, dass alle Koopas oder Goombas, alle Gegner auch ein bisschen anders sind und dass es nicht immer eins zu eins dieselben sind. So. Jetzt wahrscheinlich hier wieder die Cutscene. Nee. Ja. Würde aber trotzdem sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mit meinem Daumen hoch und ein Abo freuen. Bis dann und ciao. Euer Jonau.